erstmal Heidi in die Lücken rein. Wir müssen erstmal schauen, dass der Laden möglichst profitabel wird. Genau, dann wird Heidi die Lückenfüllerin. Sehr gut. Guck mal, dann haben wir doch jetzt einen schönen Schichtverlauf eigentlich. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Meine lieben Freunde, wir haben beim letzten Mal nicht nur unser Café eröffnet mit Mitarbeitern, Donuts, Fritteusen und allem. Wir haben beim letzten Mal auch noch richtig dick Asche verdient. Wir machen jetzt richtig dick Reibach. 10.000 am Tag und einige werden wahrscheinlich lachen, weil ich habe schon gelesen in den Kommentaren, dass einige von euch Bekleidungsläden aufgemacht haben, die irgendwie schon 1 Million am Tag machen oder so, keine Ahnung. Also das nächste Ziel ist dann Klamottenladen eröffnen, definitiv. Das ist meine Anwaltskanzlei, die macht sich jetzt auch ganz gut eigentlich. Wie sieht es jetzt im Bizman aus? Gucken wir mal. Hier, 5.000 Spielbär und Partners ist jetzt hier das profitabelste Business eigentlich, die Anwaltskanzlei. Und das alles, nachdem ich mir nochmal angeguckt hatte, wann eigentlich konkret die Leute kommen. Wenn man hier auf gestern nämlich klickt, dann sieht man nämlich, wann eigentlich die Geschäftszeiten Sinn machen oder Sinn ergeben. Und da muss man dann die Mitarbeiteranzahl konzentrieren, damit man die ganzen Anfragen dann auch bearbeiten kann. Genau, ansonsten haben wir ja auch noch das Café, genau, und da können wir das Gleiche mal machen. Da sehen wir, von 8 bis 14 Uhr ist tatsächlich die meiste Kundenaktivität sozusagen. Das heißt, da könnte man vielleicht nochmal schauen, dass man noch Mitarbeiter einstellt, die man dann hier zu dieser Uhrzeit auch ein bisschen konzentriert arbeiten lässt. Genau. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Big Ambitions reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass wir das hier spielen. Genau, ich habe jetzt nochmal eine Mitarbeiterkampagne für unser Café gemacht, weil da fehlen uns, glaube ich, noch Mitarbeiter so ein bisschen. Ja, und ansonsten wäre es auch mal langsam vielleicht an der Zeit, dass wir mal eine Bestellung machen. Ah, genau, warte, ich weiß, wen ich noch brauche. Ich brauche noch einen Fahrer. Für den zweiten Van noch. Warte, war das hier bei dem? Warte mal, Warehouse 1. Ah, das können die hier nicht. Okay, dann ist das Anderson Recruiting ist das, genau. Dann rufen wir mal Anderson Recruiting an, neue Kampagne, genau. Sagen Warehouse und sagen Lieferfahrer, genau. Und dann sagen wir ein Kandidat und wir lassen mal einen Tag suchen, genau. Passt doch, sehr gut. Dann haben wir für den zweiten Liefervan gleich noch einen Fahrer. Das ist doch super. 10 nackte Fritteusen, genau. Sowas von scharfes Bild, cool, ey. Jawohl, nice. Ich find's auch sehr scharf alles gerade. Das macht mich alles wahnsinnig scharf. So, wenn wir einen Klamottenladen eröffnen wollen würden, wo würden wir das machen? Warte mal, ich guck mal kurz in den Market Insider. Haben Klamotten denn gerade eine hohe Nachfrage? Moderne, teure Herrenbekleidung. Okay, zwei Unternehmen. 60% Nachfrage. Ansonsten sieht es aber gar nicht so gut aus mit der Klamottennachfrage, muss ich jetzt mal sagen. Aber das ist hier auch... Ah, das ist nach Distrikt sortiert. Guck mal. Das ist geht nach Distrikt, kann das sein? Donuts haben auf jeden Fall eine sehr hohe Nachfrage. Wie ist denn da eigentlich im Laden, wie ist denn da eigentlich die Lagerhaltung? Warte mal, Inventar. Donut, guck mal, da verkaufen wir auch ein bisschen mit so einem höheren Preis tatsächlich. Lagerbestand 270. Ich glaube, da müssen wir mal dafür sorgen, dass wir das mal einkaufen und dass das automatisch geliefert wird noch. Problem bei den Klamotten ist, dass es noch unbalanced ist. Geringe Einkaufspreise, aber sehr gute Verkaufspreise. Okay, ja, das wird dann bestimmt nicht lange so bleiben, kann ich mir denken. Das wird dann bestimmt irgendwann reduziert. Insofern stellt sich die Frage, ob man das jetzt machen sollte. Also ja, wahrscheinlich lohnt es sich auch trotzdem, also auch wenn das irgendwann mal gefixt wird mit den Balancing. Weil man kann ja jetzt schon mal ein bisschen Geld damit verdienen. Mir wurde übrigens gesagt, dass in 8 Tagen die Steuer anfällig ist tatsächlich. Also ich habe jetzt ja schon ordentlich gewinnbringend gewirtschaftet eigentlich. Und jetzt müsste eigentlich bald mal der Steuerhammer über mich hereinbrechen. Und das wird sehr lustig. Weil ich habe ja auch Geld verdient. Und ich habe auch Geld im Casino verspekuliert. Ja, und ich reinvestiere ja auch immer fleißig. Stimmt, warte mal, ich wollte noch ein Palettenregal und noch ein Regal fürs Café kaufen. Stimmt, gut, dass ihr mich dran erinnert habt. Das habe ich ganz vergessen jetzt, siehste.
So, also noch ein Regal für das Lagerhaus, genau, für die Donuts auch. Je mehr Güter wir haben, desto mehr Lagerkapazität brauchen wir ja, weil wir müssen ja dann auch das ganze Zeug immer vorhalten. So, einmal das hier und einmal das hier, genau. Kauf es! Nein, hat sich vorgedrängelt! Die blonde Frau hat sich vorgedrängelt! Schweinerei! Ich denke nicht, dass du über 15.000 kommst. An Steuern? Wir haben doch locker mehrere hunderttausend verdient. Bis jetzt schon. Da müssten wir doch eigentlich eine gigantische Steuersumme zahlen. Und ich habe keinen Steuerberater, insofern. Ich habe keinen Steuerberater. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich einen habe. Kann man denn einen Steuerberater anstellen, zufällig? Dass man vielleicht seine Steuern optimiert irgendwie? Ich müsste eher mal meinen Fahrstil optimieren, glaube ich. Aber egal. So, wir fahren jetzt mal erstmal direkt zum Café und packen da gleich direkt mal das Regal rein. Und dann zum Lagerhaus nochmal und dann packen wir im Lagerhaus noch das Palettenregal rein. Muss mal ganz kurz gucken. Nach links muss ich, ne? Ja, genau. Ist das da die Grand Central Station? Ja, oder? Mir fällt das nämlich gerade mal so auf. Guck mal, das ist die Straße, wo die Avengers assembled haben und wo sie gegen die, wo das so angefangen hat mit dem großen Battle dann, wo sie dann so unten standen und dann, wo sie die Kamera so um die rum, die Grand Central Station. Dann haben wir ein Café an der Grand Central Station eröffnet. Das wird mir jetzt gerade erstmal bewusst. Hol dir mal einen SUV, der hat noch mehr Ladefläche. Stimmt, ein neues Auto kaufen. Aber ich würde jetzt vielleicht erstmal in Bezug auf die Steuern vielleicht erstmal ein bisschen Geld vorhalten, weil ich weiß nicht, wie hoch der Steuerhammer wird. Also nur weil jetzt hier einer geschrieben hat, das wären nicht mehr als 15.000. Ich traue dem Braten irgendwie nicht. Wir sind schon etwas profitabler gewesen als das. Ich habe halt alles immer sofort ausgegeben. Steuerlich müsste man ja eigentlich die Ausgaben dann auch gegenrechnen können, oder? Also man müsste ja eigentlich alles, was man an Investitionsmasse gekauft hat, also diese ganzen Einrichtungsgegenstände und so, das muss ja alles abgeschrieben werden normalerweise. Würde ich jetzt mal behaupten, also keine Ahnung. So, kann man das Regal da so hinstellen? Nee, geht nicht. Ich würde das gerne an die Wand stellen, aber leider. Ich meine, gut, es kann auch so ein bisschen davor stehen. So, warte, dann haben wir die Sackkarre. Oh Gott, wie sieht das hier schon wieder aus, Alter? Nee, warte, nicht. Nein. Nein, ich wollte das andere nehmen. Ich wollte den Wischmopp nehmen und sauber machen. Mach mal sauber hier, genau. Ich glaube, wir könnten uns auch noch mehr Anwälte einstellen. Ich glaube, wir haben da durchaus noch Potenzial, dass wir mit mehr Anwälten vielleicht noch aus unserer Kanzlei noch ein bisschen was rausholen. Warte, da. Ne, Moment, entsorgen. Kann ich eigentlich die Kisten einsortieren? Und dann das Regal nochmal versetzen. Spielbärnotz, Registrierkasse geht bald der Vorrat an Tüten aus. Ja, dann nimm halt aus der anderen Kasse die Tüten raus, Mann. Kann doch alles nicht wahr sein. So, guck mal, jetzt können wir doch das Ding, genau, insgesamt verschieben. Geil. Ich bin so schlau. So, also Papiertüten. Hier sind doch Papiertüten drin, 800. Da musst du halt mal da in die Kasse gehen, meine Fresse. Okay, ich kaufe mal Papiertüten noch. Solange ich noch keinen Fahrer habe, der den Laden beliefern kann. Ah ne, halt, Moment, ich brauche die andere Sackkarre noch. Da war ja noch das Regal drin, das Palettenregal. Habe ich voll vergessen jetzt. Nicht stehen lassen, nicht, dass das dann weg ist. Ausgegeben, du meinst verzockt. Das Geld beim Casino ist wohl investiert in gute Stimmung. Sowohl bei mir, bei meinem Charakter, als auch bei euch im Chat, weil ihr euch immer darüber kaputt lacht, wenn ich Geld verliere. Insofern, gut investiertes Geld. Da wird jeder Euro doppelt und dreifach verzinst. Oder jeder Dollar, der da reingesteckt wird, wird doppelt und dreifach verzinst. Genau wie wenn ich hier mit dem Auto an der Laterne lang schramme, das ist genau dasselbe. Ich muss zwar Geld bezahlen, um das Auto zu reparieren, aber der Unterhaltungsfaktor, den kann man in Geld nicht aufwiegen, ja? Insofern, der Wahnsinn. So, jetzt auf zum Lagerhaus. Gemischte Palette, Regal, genau. Und dann machen wir das mal da rein. Rein ins Lagerhaus. Platzieren. Komischerweise müssen wir es mit ein bisschen Abstand zu den anderen platzieren. So, da haben wir wieder Kapazität im Lagerhaus. Dann lass doch gleich mal gucken, mal einen Lieferauftrag noch machen.
Spielbären hat Warnungen. Ja, das ist das mit den Tüten hier. Warte mal, was wollt ihr jetzt? Genau, ich wollte noch einen Lieferauftrag machen. Einkäufer, so. Wir lassen jetzt mal einkaufen. Getränkedosen, Donuts, Kaffee, Salat. Pommes und Burger braucht man, glaube ich, gar nicht so viele. Mach mal bei Burger nur 1000. Nicht 10.000. Bei Pommes mal so 3000. Bei Kaffee 4000. Genau, bei Salat machen wir mal nur 200. Genau, Getränkedosen, da haben wir auch noch genug. Da machen wir mal nur 1000. Donuts 5000. Genau. Sieht doch gut aus. 6800. Machen wir mal eine einmalige Bestellung. Hoffen wir mal, dass genug Platz im Lager ist, dass alles eingelagert werden kann. So, und dann schnappe ich mir mal noch mal jetzt selber noch mal ein paar Tüten und pack die mal schnell noch rüber zum Dings. Ich entnehme die jetzt mal nicht aus dem Bestand, weil ich will ja jetzt nicht durcheinander kommen. Ich entnehme die nicht aus dem Bestand, ich kaufe einfach mal neuen Schwung. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen teurer, aber ja, jetzt ist ein bisschen Geld. Dann entlaste ich ein bisschen meine Lieferanten. Solange wir noch keinen zweiten Lieferanten haben, hier, machen wir mal für jede Kasse 1000. Mal gucken, wann wir dann den Lieferfahrer bekommen. Müsste ja eigentlich dann spätestens morgen auf der Matte stehen, der Kollege. Und dann sieht das doch gut aus. Ich habe meine Geschäfte optimiert, hab die... Was? Warte. Ah, lesen und fahren ist immer schwierig. Hab die Geräte und Kassen auf den Zulauf angepasst und die Tageseinnahmen von 85.000 auf über 200.000 gesteigert. Mit wohlgemerkt 5 Geschäften. Ja, wie gesagt, man kann das alles auch optimieren. Haben wir ja auch schon gemacht. Also ich habe ja hier auch schon geschaut, wann die Einkaufszeiten sind vor allem. Also wann die Leute kommen. Und habe das halt dann entsprechend zugeschnitten. Weil es bringt halt nichts, wenn man in jedem Ladentyp immer volle Kanne rund um die Uhr Leute stehen hat. Das bringt halt nichts. Weil die ja nur dann wirklich was reinholen, wenn auch Leute, also wenn auch Kunden kommen. Du hast zwar sonst eine wahnsinnig krasse Präsenz rund um die Uhr, aber wenn keiner kommt um 0 Uhr, brauchst du auch keinen hinstellen, der nachts arbeitet, so nach dem Motto. Und das ist halt so der Hebel, den man auch einsetzen kann tatsächlich, dass man wirklich nochmal genau guckt, wann die Kunden eigentlich aufschlagen, so. Das ist, glaube ich, auch von Laden zu Laden unterschiedlich tatsächlich. Also die Kunden von der Anwaltskanzlei, die sind zu anderen Uhrzeiten aktiv als die Kunden von einem Café halt, ne? Guck mal, es ist schon wieder 19 Uhr im Spiel, das gibt's doch gar nicht. So, Sackratte brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht holen. Ich muss eh zweimal laufen, egal wie ich es drehe oder wende. So. Können wir gleich mal hier Tüten reinmachen. Genau, und den Rest packen wir hier rein. Dann haben wir das Tütenproblem schon mal beseitigt. Hatte ich jetzt eigentlich noch mal Service-Mitarbeiter angefragt oder hatte ich jetzt nur welche für einen Fahrer noch angefragt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Doch, ich hatte einen Service-Mitarbeiter hatte ich noch angefragt, oder? Ich glaube schon. Ich muss, glaube ich, noch mal wischen auch. Wenn ich mir das hier so ansehe, muss ich, glaube ich, noch mal wischen. Haben die noch Donuts? Muss ich auch gleich mal nachgucken. Alter, was die hier rumsauen, ne? Das ist nicht mehr normal, Mann. Ah ja, stimmt, wir brauchen auch noch einen Tisch, einen weiteren. Und noch mal Stühle. Muss auch mal gucken, wann da die Stoßzeiten noch mal sind, dass ich noch mal die Arbeitszeiten vielleicht noch mal anpasse. Vielleicht kommen wir dann mit 3 Mitarbeitern schon hin, wenn die rund um die Uhr arbeiten. 2-1 Risiko. Oh, ja genau, der hat Platz gemacht. Die haben alle Platz gemacht für mich, alles gut. Ihr seht, ich habe mein Auto auch offscreen mal repariert. Wie ihr sehen könnt, ist es schon wieder kaputt. Also, ja, was heißt kaputt? Es hat eine leichte Schramme. Genau wie ich. So, warte mal, war das jetzt schon die falsche Straße? Ne, genau, nächste Straße rechts und dann können wir mal schlafen noch. Und dann müssten die Mitarbeiter eigentlich reinschneiden normalerweise. Ich kann mich auch täuschen, aber ich habe das Gefühl, Samstag und Sonntag sind die Einnahmen höher. Daher habe ich jetzt Samstag und Sonntag immer auf. Das kann sein, ja, weil am Wochenende die Leute frei haben. Und gerade bei Cafés kann man davon ausgehen, dass dann sehr wahrscheinlich das ein bisschen lukrativer dann ist. Ist ja überhaupt erstaunlich, dass Sonntag die Geschäfte aufmachen können eigentlich.
13.000, jawohl. Und die Lieferung von Seaside ist eingetroffen. Sehr schön. Ja gut, das hat natürlich jetzt direkt ein bisschen abgezogen, aber ist egal, wir sind trotzdem noch dick im Plus, meine lieben Freunde. Dick im Plus. Oh, ich muss dringend mal zocken. Meine Laune ist ja gar nicht mal so gut. So, nice, guck mal. Aber noch keine Nachricht vom Mitarbeiterladen hier, vom Agentur. Wir kaufen mal noch im Ikabohack noch mal ein paar Möbel für das Café, würde ich sagen. Und dann könnte man eigentlich noch Croissants beim Café noch mit aufnehmen in die Dings, ins Angebot. Ah, ist ja gar nicht der Ikabohack hier. Moment, ich muss noch eins weiter. Wann kommen denn da die Kunden? Von 8 bis 18 aber. Das sieht eigentlich gut aus. Ja gut, wir haben ja auch nur von 8 bis 18 geöffnet und der steile Anstieg suggeriert, dass theoretisch, wenn man die Öffnungszeiten nochmal ausdehnen würde, dass wahrscheinlich da sogar nochmal hier und hier vielleicht nochmal mehr geht. Also das ist ja hier die Frühstückszeit so in der Regel, 7 bis 10. Und hier wäre ja Mittagszeit, das bis 15 Uhr, ja okay, da geht es dann runter. Und dann am Abend kommen dann wieder die Kunden. Also könnte man vielleicht sagen, bis 20 Uhr mal probieren aufzumachen, von 7 bis 20. Das wäre vielleicht eine Idee, oder 21 Uhr. Ich glaube, beim Café kann die Öffnungszeit schon auch ein bisschen länger sein, würde ich mal unterstellen. So, Industriekaffeemaschine. Guck mal, wir brauchen auch noch eine Industriekaffeemaschine, weil die eine hat nur Kapazität von 10. Und wir hatten ja, wir können ja theoretisch eine Kapazität von 30 Kunden bedienen. Das heißt, wir könnten hier theoretisch noch Potenziale heben, tatsächlich. Also wir bräuchten auf jeden Fall nochmal eine weitere Kaffeemaschine, auf jeden Fall. Also, im Ikabohack kaufen wir jetzt die Stühle und dann kaufen wir nochmal eine Industriekaffeemaschine. Die gibt es aber, glaube ich, im Ikabohack nicht. Du solltest erstmal die Geschäfte optimieren, bevor du ein neues aufmachst. Guck mal, wo du nicht die maximalen Kunden bekommst und was fehlt. Ja, das können wir auch noch machen. Wir können erst expandieren. Normalerweise macht man das eigentlich so, dass man erst expandiert und dann optimiert. So machen die das in USA auch immer. Wenn die Unternehmen stark wachsen, dann expandieren die erstmal ganz brutal, investieren ohne Ende ins Wachstum und dann wird optimiert. Da werden Mitarbeiter entlassen, wo sie nicht gebraucht werden und dann wird das halt gemacht. So ist eigentlich die Reihenfolge. So, nimm mal noch einen Standardtisch und dann 1, 2, 3, 4, 5, 3 Tische, glaube ich, sind schon noch. Ich glaube, da habe ich, habe eh zu viele Stühle jetzt schon. Wir brauchen ja für die Kaffeemaschine noch einen Tresen auch. Das passt ja jetzt alles nicht mehr ins Auto. Genau, also wir expandieren erst, würde ich sagen, und dann machen wir Optimierung. Weil Cash kommt ja rein. Solange wir ja jetzt noch im Gewinn sind, müssen wir... Wir müssen jetzt ja nicht exorbitant hohe Gewinne reinfahren. Weil letztendlich, das muss ja alles dann auch wieder versteuert werden in ein paar Tagen. Insofern würde ich jetzt vielleicht auch erstmal die Ausgaben auch ein bisschen zügeln, tatsächlich. Weil wenn wir jetzt dann zu viel Geld ausgeben, dann haben wir nicht mehr genug für die Steuern. Das wäre jetzt nicht so gut. Wobei ich auch immer noch nicht so genau weiß, wie viel Steuern ich eigentlich zahlen muss. Das wird einem ja nicht wirklich gesagt. Es werden ja keine Prozente ausgewiesen an irgendeiner Stelle. Zumindest habe ich es noch nicht gefunden, sagen wir es so. Über den Anteil der Steuern, also wie viele Prozente eigentlich anfallen. Bei welchem Gewinn und so und ob das da eine Steigerung gibt. Expandieren, optimieren und dann die Konkurrenz eliminieren, genau. Im Grunde, manche Unternehmen machen es sogar so, die expandieren, indem sie einfach ins eigene Wachstum investieren. Dann übernehmen sie gleichzeitig auch Konkurrenten, um den ihr Wachstum ins eigene Unternehmen zu integrieren. Dabei werden auch oft ziemlich exorbitante Summen gezahlt, die teilweise auch mehr oder weniger gerechtfertigt sind am Anfang. Hauptsache, das Wachstum wird übertragen sozusagen auf die eigene Firma. Und genau, und dann wird erst optimiert. Wenn dann erst der Druck entsteht, dass Profitabilität hergestellt werden soll durch Investoren und so, dann wird erst meistens dafür gesorgt, dass optimiert wird. Da wir aber keine Investoren haben, außer ich mich selbst, kann ich das auch einfach, meinen Expansionskurs einfach radikal weiter durchziehen und einfach weiter Kapital in mein Unternehmen stecken und einfach immer weiter alles ausbauen. Ohne dass ich auch nur eine einzige Sache optimieren muss. Und da kann man eigentlich mal sehen, wie wichtig eigentlich dieses Investment-Ding ist, dass nicht nur einer im Unternehmen drin hängt, sondern dass vielleicht auch noch ein paar andere drin hängen, die auch mal ein bisschen mit drauf gucken, was da eigentlich so passiert. Weil dann entsteht natürlich auch Optimierungsdruck. So,
platzieren. So, gucken wir mal. Machen wir das mal direkt gegenüber von der Kasse, genau. Halt, Sackratte noch holen. Da muss ich nicht zigmal hin und her laufen. Hä? Ne, jetzt hat er die Sackratte hinten reingepackt. Nein, Mann! Du sollst das da hinten rausholen. Sackkarre und Stuhl drauf, genau. Ich bin einfach über den drüber gefahren. Der große Fluss hat auch expandiert und jetzt konsolidieren sie ihre Mitarbeiter. Wer ist der große Fluss? Mein Beispiel wäre jetzt Facebook. Die haben ja, also Meta, die haben ja krass investiert in neue Mitarbeiter während der Pandemie, weil da halt im Grunde alles nur noch online stattgefunden hat. Und jetzt entlassen sie halt die ganzen Mitarbeiter. Genauso Amazon auch. Das Lustige ist immer, wenn die Firmen Leute einstellen, sind sie die großen Ausbeuter. Weil das kann ja nicht sein, dass sie zu diesen Konditionen Leute einstellen. Und wenn sie dann die Leute entlassen, weil sie sie nicht mehr brauchen, dann sind sie die Halsabschneider, die die Leute einfach auf die Straße setzen. Also, wie man es macht, macht man es dann am Ende auch falsch, letztendlich. Das ist auch mal sehr lustig, das zu beobachten. Ist immer alles schlecht. Alles ist immer schlecht. Alles gemein, alles böse. Böse Kapitalisten. Böse Turbokapitalisten, die böse Turbokapitalisten Sachen machen. Und dann lassen wir das einfach mal hier stehen, genau. So. Jetzt haben wir wieder Einrichtungsgegenstände platziert. Ich wollte auch mal ganz kurz gucken beim Café. Gibt es da eigentlich nochmal irgendwie eine Info, was die Leute gerne sehen möchten? Interieur sieht gut aus. Sauberkeit, ja gut, das ist natürlich so eine Sache, das gebe ich zu. Aber wir sehen schon, Kunden sind am Start. Haben wir jetzt mal eine Nachricht von dem Dings gehört? Nee, haben wir noch nicht, okay. Ich gehe jetzt nochmal rein und wische nochmal, glaube ich. Weil die Sauberkeit wird ja bemängelt. Dann kann ich mich gleich da mal hier nützlich machen eigentlich. Guck mal, hier ist schon wieder alles schmutzig, ey. Donuts haben die aber noch, oder? Ich kriege irgendwie keine Meldung, wenn hier Sachen nicht voll sind. Hier schön am Mülleimer ist meistens auch schmutzig. Genau, 100%, siehst du? Mal das gleich. Oh! Oh, der hat mich richtig weggekickt. Habt ihr das gesehen? Krass. Google, Meta, Amazon, alle haben in den letzten 2 Wochen sehr viele Kündigungen ausgesprochen. Ja, wie gesagt, wenn man zu stark expandiert und das Wachstum sich nicht, sich nicht in Wachstum niederschlägt, dann ist es natürlich schlecht. Ne? Da muss man die Leute wieder auf die Straße setzen. Man muss aber auch sagen, in diesen Tech-Firmen, da war das auch so, dass die teilweise ja die Mitarbeiter, also die haben ja teilweise nichts zu tun gehabt. Wenn du da mal so guckst, was die da so auf TikTok teilen, die Mitarbeiter hier von Twitter zum Beispiel, oder geteilt haben, die sind ja auch entlassen worden zum größten Teil. Da, weiß ich nicht, also das ist ja kein Arbeitsablauf irgendwie, weiß ich nicht. Ja, da gehe ich hier, 10 Uhr komme ich und gehe in die Cafeteria, hol mir erstmal einen Kaffee, dann gehe ich auf die Terrasse bis 12 und dann chill ich da erstmal, dann gehe ich wieder Mittagessen und dann gucke ich mal, ob ich so eine Stunde arbeite. Ich meine, kein Wunder, dass die entlassen werden, ja? Mal ehrlich. Ich meine, das ist ja, wie sagt man, cut out the fat am Ende des Tages. Ah, wir haben die Meldung, sehr gut. Na, das ist ein Lieferfahrer, jawohl. Kann die dort einstellen? So, da gucken wir doch gleich mal. Warehouse, dem können wir gleich mal zuweisen. Holly Nelson. Müssen wir bei Holly Nelson eigentlich noch eine Uniform? Ja, Uniform braucht sie. Braucht die andere eigentlich auch noch eine? Die hat schon eine, okay, gut. Dann gucken wir mal. Sie kann nämlich dann gleich mal über den Logistikmanager. Da muss ich jetzt mal gucken. Lucas Green. Ach so, der kann nur einen Fahrer bedienen oder was. Warte mal, was hat denn der Logistikmanager für einen Rang gerade? Was? Computer? Natalie Lewis. Einkäufer. Was ist da los? Ach, die hat sich krank gemeldet. Ach so, okay. Hä? Ich war gerade so, hä, Computer? Ich dachte, Computer kaputt? Die ist krank, okay. Moment. Ich wollte den anderen Logistiker. Wo ist er denn, der Logistiker? Warte mal, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist der Logistiker, genau. Der hat 100% Zufriedenheit. Aber was hat denn der für einen Skill? 44. Wird der gerade trainiert? Ist der zugewiesen zu einem Personalleiter? Warte mal, Personalleiter. Er müsste eigentlich zugewiesen sein, normalerweise. Logistikmanager, ja, der ist zugewiesen, okay.
Ah, warte mal. Mitarbeiter trainieren bis 100%. Das muss man natürlich auch einstellen, Herr Spielbär. Aber gut, beim Personalleiter hätte es keinen Unterschied gemacht. Beim Logistikmanager auch nicht. Okay, der ist eh erst bei 44%. Ich trainiere meine Mitarbeiter erstmal auf 100%, bevor ich sie zuweise. Aber warum? Die können doch in der Zeit schon Geld verdienen, auch wenn sie vielleicht noch nicht so viel Geld verdienen. Okay, egal, dann lass mal einfach mal den Logistikmanager trainieren. Vielleicht kann der ja dann mehr als ein Fahrzeug logistizieren, wenn er vielleicht aufgestiegen ist im Rang. Müssen wir mal gucken. Oder wir stellen uns noch einen ein. Aber es wird langsam im Hauptquartier ganz schön eng. Da müssten wir auch nochmal einen Büroarbeitsplatz organisieren. Ich glaube, ich gehe erstmal schlafen. Das ist, glaube ich, besser jetzt. Warte mal, wo muss ich denn da jetzt hin? Ich war schon zu Hause. Ich war schon zu Hause, Leute. Dann holen wir nochmal Büroutensilien, würde ich sagen. Und richten das nochmal schnell ein dann. Dass wir noch einen Büroarbeitsplatz im Hauptquartier. Ich hoffe, da ist noch Platz für ein weiteres... Für einen weiteren Arbeitsplatz. Command & Conquer Training. Einheit bereit. Einheit bereit! Komm schon, dreh dich. Ah! Ich muss da in die Parklücke. Damit. Ach Mensch, fahr! Gibt's doch nicht. Aussteigen. Lass mich durch. Und rein da. Soll ich nochmal zocken? Ah, eine Stunde zocken geht noch. Oder zwei. Bis 20 Uhr, siehst du? Ist doch alles cool. So, dann schlaf mal. Bis 7 Uhr morgens. 12.900. Nice. Guckt euch das an. Der Rubel rollt, würde ich mal sagen. 45.000 auf die Konto. Oh, ich muss mal wieder Essen kaufen, sehe ich gerade. Mein Essen geht langsam zur Neige. Lass noch mal 2 Stunden zocken. Ah, Anderson. Mr. Anderson hat angerufen hier. Heidi Williams, Kundendienst. 34% Reinigung. Jawohl. Teilzeit hoch. Schon wieder Teilzeit. Ach, Mann. Naja, egal. Dann haben wir halt im Restaurant hier, im Spielbär-Natz, im Café, haben wir halt nur Teilzeitkräfte jetzt erstmal. Gab es jetzt noch irgendeinen Tag, wo... Hier, guck mal, da müssen wir noch bis 19 Uhr einstellen. Genau. So, dann kann die Heidi... Heidi! Die kann dann schon mal hier... Guck mal, Samstag machen wir mal gleich zwei Schichten direkt. Freitag vielleicht auch. 32, 23 und dann... Guck mal, wenn wir jetzt das so machen, dann hat sie 30 Stunden, 30 Stunden. Braucht die noch irgendwas? Braucht noch eine Uniform, genau. Uniform, Teilzeit und passt, genau. Dann müssen wir sie dann irgendwie noch einen Personalmanager zuweisen. Dann wird schon mal wieder im Café ein bisschen mehr gemacht. Weil das Café ist immer noch unser Sorgenkind tatsächlich. Da müssen wir immer noch was tun. Da müssen wir noch mal nachlegen. So, dann hole ich jetzt mal Büroutensilien. Na, guck mal, ich werde aber besser beim Fahren. Muss ich auch mal sagen. Weil ich habe jetzt noch 96% Haltbarkeit auf dem Auto. Normalerweise bei meinem Fahrstil wäre es jetzt schon wieder weit runtergeprügelt. Bei den vielen Unfällen, die ich hier teilweise auch baue. Ich schaffe es eigentlich ganz gut, den anderen Verkehrsteilnehmern auszuweichen. Das ist nämlich im Straßenverkehr das Geheimnis. Man muss nur besser ausweichen können als die anderen. Dann passt das schon. Du hast eine neue Nachricht von Andersen. Was, noch eine? Wen habe ich denn jetzt noch eingestellt? Kundendienst. Jasmin Fischer. Vollzeit, jawohl, eine Vollzeitkraft, sehr gut. Dann lass gleich mal die auch noch einstellen, wa? Die Jasmin. Ist eh besser, wenn wir Frauen einstellen im Laden. Das passt, glaube ich, besser. Da sind die Kunden dann viel zufriedener direkt. Guck mal hier, dann kann die Jasmin nämlich gleich mal noch hier die Schicht übernehmen. Wie gut ist denn die beim Saubermachen eigentlich? Weil wenn die jetzt nicht so viel frei voll machen kann hier, dann könnten wir die auch zum Saubermachen noch verwenden, die Jasmin. Guck mal hier, noch dahin. Genau, jetzt können wir, glaube ich, die Öffnungszeiten sogar ein bisschen ausdehnen noch. Lass die mal so ausdehnen noch. Dann fängt er mal ein bisschen früher an noch, der Markus Schmidt. Genau. Und, ja, warte mal, reinigen, genau. Kann sie reinigen? Nee, 6% nur, das ist schlecht. Warte, Spielbär Natz, Zeitplan. Ja, machen wir mal noch die Öffnungszeiten, dehnen wir die mal noch ein bisschen aus. So. Nach vorne, genau. Dann nehmen wir die Heidi jetzt hier mal raus. So, und ziehen sie mal nach vorne.
So, machen Sie mal richtig hier volle Vollzeit. Markus Schmidt. Ah, hier fehlt noch. Guck mal, hier fehlt noch. 51, okay, gut. Jetzt haben wir bei Heidi aber noch... warte mal, können wir da sagen... Mach mal Heidi nach vorne und Markus Schmidt nach hinten. Und dann die Heidi nochmal hier rein. Guck mal, dann haben wir das nämlich ganz clever gelöst. Und jetzt guck mal, kann Heidi sauber machen? Heidi hat auch nur 10%. Aber es ist, glaube ich, besser, wenn sie sauber macht, als wenn gar keiner sauber macht, würde ich sagen. Dann lass mal Heidi noch in sauber machen eintragen. Ah, wobei, eigentlich können wir sie auch hier noch arbeiten lassen. Da sind ja noch Lücken, stimmt. Warte mal, da sind ja noch Lücken. Nee, dann mach mal Heidi in die Lücken rein. Wir müssen erstmal schauen, dass der Laden möglichst profitabel wird. Genau, dann wird Heidi die Lückenfüllerin. Sehr gut. Guck mal, dann haben wir doch jetzt einen schönen Schichtverlauf eigentlich. Hervorragend. Haben wir gelöst, das Problem. So, was wollte ich jetzt? Das habe ich wieder vergessen. Ah ja, Büro. Bürokram wollte ich kaufen, genau. 50-Stunden-Woche für Jasmin, genau. Die 50-Stunden-Jasmin. Die war doch Vollzeit, oder? Oder spinne ich jetzt? Moment, nochmal nachgucken. Nein, nein! Nicht, dass ich das falsch mache. Moment. Vollzeit? Ja, Vollzeit. Okay, gut. Ja. Ich wollte nur noch mal sichern hier. Nicht, dass ich jetzt Quatsch mache und dann ist die unzufrieden und kündigt wieder. Das wäre ziemlich schlecht. Jawohl. So, gib mir mal die Sackratte. Also, wir brauchen noch einen Computerarbeitsplatz. Ich meine, eigentlich könnte man jetzt auch gleich noch für die Anwaltskanzlei noch einen Arbeitsplatz vielleicht einrichten. Weil, ach nee, die Anwaltskanzlei läuft gerade so gut, da ändere ich jetzt erstmal nichts, glaube ich. Die scheint ja jetzt ganz gut eingespielt zu sein, soweit. So, Bürostuhl, genau, Computer, Standardschreibtisch, nice, rein damit. Und dann fahren wir mal zum Hauptquartier. Oh lol, was denn da passiert? Wie kann denn sowas passieren, ey? Nur Raudis in dieser Stadt, die hier fahren. Genau. Gibt's ja nicht. Kann ja alles nicht wahr sein. Habt ihr das gesehen? Spielbergkorb. Ah, das passt. Ich muss putzen im Hauptquartier. Gut, dass wir da gerade eh hinfahren, wa? Können wir ja den Arbeitsplatz aufstellen und mal ein bisschen durchwischen. Und ja, ich habe noch keine Reinigungskräfte eingestellt. Ich sehe den Sinn irgendwie nicht. Momentan habe ich noch so wenig Filialen und Locations, dass ich das auch locker mal selber machen kann, das Putzen. Einfach einmal in der Woche hinfahren und durchwischen und dann geht das schon. Bei der Firmenzentrale muss ich sogar irgendwie nur alle 2 Wochen vorstellig werden, weil die das auch so hinkriegen. Genau. So, also... Passt da noch ein Schreibtisch hin? Ich fürchte fast, dass da keiner mehr hinpasst. Warte mal, pack mal das Ding hier. So, gib mir mal hier den Standardschreibtisch. Ja, obwohl, da geht noch einer hin, okay. Bürostuhl. Und dann noch... wir pfeifen. Sehr schön, die Pfeife. Ja, nur Pfeifen eingestellt, ich wusste es. Ich hab das sowas von gewusst. Spielbär-Natz, Industriefritteuse, geht bald der Vorrat an... Oh, da müssen wir wohl mal hingucken gleich. Nochmal Donuts machen. Stimmt. Ja, wir brauchen ja noch den Logistiker. Hatte ich jetzt den Logistiker, den zweiten, schon angefragt? Nee, oder? Glaube ich noch nicht gemacht. Warte mal, das war... Wo waren das? Wir haben einen Kandidaten für sie gefunden. City Workforce war das, ne? Warte mal, Geschäft auswählen, Spielbergkorb, Logistikmanager. Oder war der jetzt schon angenommen worden, hatte keinen Arbeitsplatz? Ach ja, ich frage einfach an. Ist Wurst, wenn wir schon einen haben, dann kann ich das ja abbrechen. Ich muss den ja nicht nehmen, wenn er ausgeschrieben wird, ist egal. Hatten wir jetzt schon einen? Das ist eine gute Frage. Ich komme ein bisschen durcheinander, ehrlich gesagt. Bisman. Dann kaufen wir uns jetzt noch, oder nee, warte, wir haben im Lager ja noch Donuts, glaube ich. Dann hole ich mal Donuts aus dem Lager und liefere die jetzt selber mal dahin. So, jetzt muss ich mal gucken. Pack das Ding mal hier. Jetzt weiß ich gar nicht, wo die Donuts drin sind. Warte. Da müssten aber eigentlich viel mehr noch sein. Guck mal hier, genau. Pack die mal auch da drauf. Machen wir mal 2 Kisten Donuts.
Wobei sage ich auch, ja, ich hätte auch nach links. Ist egal. Ist wurscht. Hier kann man die U-Turn besser machen. Hier hat man mehr Platz. Lohnt sich das Spiel? Fragezeichen wird gerade gefragt. Es ist für einen Early Access schon überraschend umfangreich, wenn man halt so auf Business-Simulationen steht, Management-Simulationen. Wenn man mal auch bedenkt, dass da nur zwei Leute dran entwickeln aktuell, ist es schon ziemlich beeindruckend eigentlich. Man muss aber natürlich auch schon sagen, es kommt natürlich der Löwenanteil des Contents noch. Es läuft auch überraschend bugfrei, also ich habe bisher auch keine technischen Probleme gehabt. Also das muss man auch sagen, es ist noch nicht einmal abgestürzt und es gab auch noch keine Fehler oder irgendwas. Also von daher, das läuft auch. Es ist schon spannend, wenn man so auf diese Art von Management-Simulation steht, dann kann man sich das durchaus mal geben tatsächlich. Und es wird auch, wie gesagt, im nächsten 2 Monaten kommt der erste Patch. Also Ende Mai kommt der erste Patch. Da ist ja die Location. Jetzt habe ich Unfall gebaut. Genau, und da gibt es dann auch neuen Content noch. Also der neue Patch ist schon eingeplant. Da wird auch schon Countdown im Hauptmenü wird, ist da schon zu sehen. Wann da wieder neuer Content kommt, genau. Sackhaare und drauf damit, genau. Vorrat an Donuts. Ah, schnell. Und an dieser Stelle endet diese Folge Big Ambitions. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Big Ambitions, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem Prozent. Einen Anteil am Kaufpreis und ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für diesen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet, und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao!